Ja, wir begrüßen auch die Mitarbeiter und Mitglieder der Mitarbeitervertretung. Wir wollen uns mit diesem Fest bedanken bei Ihnen für das, was bisher geleistet worden ist. Und bevor wir gleich mit der Party beginnen, vielleicht ganz kurz, wer kommt eigentlich vorher? Wer würde sich denn angesprochen fühlen, wenn wir sagen, wer ist der Mitarbeitervertretung im Betriebsrat in der öffentlichen Dienste? Einmal die Hände hoch. Wer gehört dazu? Ja. Wer kommt im weitesten Sinne aus dem stationären Altenheim des evangelischen Christophoruswerkes? Einmal die Hände hoch. Höher. Ja. Wer kommt aus der Einrichtung der evangelischen Altenhilfe, der Altenheime? Ganz besonders begrüßen wollen wir die Kolleginnen und Kollegen aus unserem Haus Rosenthal in Bonn, die mit einem Bus hier angereicht sind. Ganz toll, dass sie den langen Weg gegangen sind und mitgekommen sind. Wir grüßen unsere Kollegen in Pilgram in Frankfurt. Das wäre zu aufwendig geworden, aber wir grüßen Sie ganz lieb und denken an Sie. Wir denken auch an alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt im Dienst sind und arbeiten und eine Pizza bekommen mit einer kleinen Entschädigung. Aber das ist Teil unseres Jobs. Natürlich müssen wir auch weiter unsere Bewohnerinnen und Bewohner versorgen. Ja, wir haben auch nochmal die BBZ. Ist jemand von der BBZ hier? Oh, da hinten, BBZ, herzlich willkommen. Dann kommen wir mal zu unseren Töchtergesellschaften. Sind Kolleginnen und Kollegen der evangelischen Sozialstation hier? Oh, das hört sich gut an. Die Kolleginnen und Kollegen der Amalie-Siedekind-Stiftung. Amalie unterwegs. Kolleginnen und Kollegen von Educare. Kolleginnen und Kollegen, Kollegin vom Frauenhaus. Dafür, dass Sie, glaube ich, nur zu 14 war das der lauteste Schrei. Kompliment. Kollegin aus der WIDAP. Kollegin von Logikon und Paricon. Ja, nahezu 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich angemeldet. Das freut uns total und wir wollen uns tatsächlich mit diesem Fest bedanken bei Ihnen und ich hoffe, Sie haben heute viel Spaß. So, jetzt heißt es Party. Wir wollen also noch einmal ganz herzlichen Dank aussprechen. Sie haben ja mitbekommen, dass Essen und Trinken ausreichend da ist, Musik ist da, die gute Laune und den Bock auf eine Party müssen Sie selber mitbringen. Wir wünschen Ihnen allen einen tollen Abend. Wir danken uns nochmal ganz recht herzlich für die tägliche Arbeit, die Sie an den verschiedenen Orten machen und wünschen einfach einen tollen Abend und öffnen hiermit das erste gemeinsame Mitarbeiterfest der Evangelischen Dienste Duisburg. Viel Spaß! Just like this. Move your body, baby.
faking it just like this.